Ist gleich vorbei. Du kennst das ja schon. Und? Was macht der Fußball? Gut, bis jetzt haben wir alles gewonnen. Wie viele hast du schon reingekriegt? Nur halt Stürmer. Warum denn das? Bist du ein guter Torwart? Im letzten Spiel habe ich 2 Tore geschossen. Naja, freiwillig wäre ich auch nie ins Tor gegangen. So, festdrücken. Halt das Pflaster. Bis in einem halben Jahr. Tschüss, Paul. Dr. Yander. Paul, was machst du denn hier? Die übliche Visite, was sonst? Ach so, klar. Ich dachte schon, du kommst mich besuchen. Das nächste Mal. Ich hab nur noch vor, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Gar nicht das. Seit wann bist du hier? Seit 3 Monaten. Und du? Ach, Routine wie immer. Wie lange musst du noch? Keine Ahnung. Das ist der 5. Zyklus und ich habe nur 1000 Leukos. Scheiße, Mann. Aber ich hatte noch weniger. Die kriegen es auch bei dir wieder hin. Tschüss, ich schau noch mal vorbei. Eva! Eva, Eva! Paul! Hey! Darf ich heute nur ein paar Minuten? Das haben wir letztes Mal so ausgemacht. Du musst! Frau Bergmann, ich habe die ersten Ergebnisse vom Labor. Das gefällt mir nicht so gut. Wieso? Was soll das heißen? Gab es bei Paul in letzter Zeit irgendwelche Anzeichen für einen Rückfall? Blaue Flecken, Brechreiz, Nasenbluten oder so? Nein, gar nichts. Paul hat nichts. Seit 4 Jahren nicht das Geringste. Die symptomfreie Zeit ist nicht immer ausschlaggebend. Leukämie ist leider unberechenbar. Ich hätte ab morgen ein Bett für Paul. Wir brauchen jetzt eine breite Diagnostik. Das heißt noch gar nichts. Morgen? Was soll ich Paul denn sagen? Bitte sorgen Sie dafür, dass er sich nicht überanstrengt. Er sollte sich nicht verletzen. Seine Blutgerinnung ist schlecht. Sieht deinem Vater ähnlich. Weißt du überhaupt noch, wie er aussieht, dein Vater? Die haben total geile Mütze. Hallo? Paul. Pittsburgh Pirates, geile Mütze, was? Nee, heute geht's wirklich nicht. Ich weiß. Ich habe einen riesen Auftrag. Terminfrage. Madrid? Psst. Ja, heute Nacht geht's los. Jetzt komm, Paul. Am Wochenende bin ich wieder da. Du weißt doch, wie das ist. 2 Tage hin, auspacken, 2 Tage zurück. Hä? Wir kriegen das hin. Am Wochenende bin ich wieder da. Klar komme ich. Kannst dich auf mich verlassen. Ich werde doch dein Spiel nicht verpassen. Und Paul, denk dran. Immer schon den Ball hochhalten. Flach spielen ist sinnlos. Okay. Nee, nix. Dann bis Sonntag. Ja, tschüss.
Paul, du kannst die Mütze sicher tauschen. Jonas sammelt die Dinger doch auch, hm? Mhm. Du glaubst wirklich, dass es diesmal klappt, ja? Das heißt, nie glauben. Das ist der Auftrag überhaupt. Madrid ist erst der Anfang. Ich muss erst mal einen Fuß bei denen in der Tür haben. Verstehst du? Weißt du, wo die überall hinliefern? Bis nach Saudi-Arabien. Und die Leute von deiner Bank, was sagen die so? Die können mich mal. Wenn die Sache mit Kellersmann erstmal läuft, gehört der LKW in 3 Jahren mir. Ja, und dann? Und dann kommt deine scheiß Bank an und fragt mich, ob sie den 2. LKW auch noch finanzieren dürfen. So sieht's aus. Ja, ich sehe es direkt vor mir. Oh Mann, Charlie, wenn ich aus Madrid wieder da bin, kriegst du die Kohle bar auf die Hand. Mensch, Michael, du holst dir doch ständig eine blutige Nase. Steig hier ein. Du kennst doch mein Angebot. Klar. Und Tag, Frau Doktor, wie wär's mit dem Ölwechsel? Die Zündkerzen, alles in Ordnung? Aber den TÜV-Termin, den dürfen Sie nicht verschwitzen. Meinst du das? Sehr witzig. Entschuldige. Tut mir leid, Charlie. Ist nun mal nicht meine Baustelle hier. Ich geh zu Jonas. Nein, Paul. Du kannst heute nicht zu Jonas gehen. Es ist schon spät. Zum Essen bin ich wieder da. Paul. Okay. Aber den Fußball lässt du hier. Nein, ich will aber. Du hast heute schon genug Fußball gespielt. Die Müll mitnehmen? Hey, ganz freiwillig? Oh Mann, nicht schon wieder! Spinnst du? Wo hast denn du die her? Ist die echt? Gehört meinem Vater. Man muss sie nur aufbohren, dann ist sie scharf. Mein Vater hat eine richtige. Die ist so groß. Ja, ja, hier oben. Ja, echt. In seinem Lastwagen. Die ist so groß. Red doch keinen Scheiß. Woher willst du denn das wissen? Du siehst deinen Vater doch sowieso nie. Der ist doch nie da. Den sehe ich immer. Und heute Abend fährt er nach Spanien. Und wenn ich will, dann nimmt er mich auch mit. Und ich fliege mit meinem Papa nach Amerika. Mit der Concorde. Ehrlich. Überall sind Haie. Gehen auf neue Tauchtiefe. 150 Meter, 20 Grad Steuerbord. Aye, aye, Captain. Habe verstanden. 150 Meter, 20 Grad Steuerbord. Wir haben die Taucher gefunden. Sie sind da unten in der Hülle. Und sie geben uns Zeichen. Paul? Ja? Wir waren doch heute... Ich bin gleich wieder da. Ja? Hallo, Karl. Mhm. Kann ich dir jetzt nicht sagen? Nein, darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Ich rufe dich morgen an, ja? Ich dich auch. Und? Was hat er gesagt? Ist das jetzt sicher? Wie? Was soll sicher sein? Na, mit Karl. Dass er bei uns einziehen will. Ach so. Nein. Unsinn. Käme sowieso nicht in Frage, wenn du nicht willst. Paul, wir waren doch heute im Krankenhaus. Dr. Janda möchte, dass wir morgen noch mal vorbeikommen. Nur ein paar Zusatzuntersuchungen. Wieso denn? Es gibt neue Tests, die er machen will. Das ist alles. Ich war aber noch nie zweimal da. Ist da irgendwas? Unsinn. Wie kommst du darauf?
Es ist alles in Ordnung. Dr. Janda möchte einfach was Neues ausprobieren. Ich habe aber nichts. Und ich gehe auch nicht ins Krankenhaus. Hör mal, Paul. Da ist nichts dabei. So ein paar läppische Untersuchungen. Das kennst du. Bin doch gesund, oder? Ganz Madrid hat auf die Deutsche Wehr der Wald. Sauber. Rein. Wie sieht's aus mit der Anzahlung? 3.000 gibt's bei Lieferung. 3.000? Ausgemacht waren 5.000. Bei der ersten Fahrt 3.000 steht so im Vertrag. Nee. Gut mir, die Nummer läuft nicht. Halt! Kein Problem, Herr Schmitz. Leute wie Sie mit dem LKW an der Backe gibt's die Sander mehr. Scheiße. Okay, beim nächsten Mal 5.000. Aber sicher. Um 6 Uhr kommen die Papiere vom Zoll. Da können Sie sogar noch eine Runde schlafen. Oh Mensch. Wahrscheinlich gibt es sogar noch eine Zuladung für Sie in Frankreich. Macht ja noch mal so um die 2.000. Ich habe ja ein Handy. Ich rufe Sie an, wenn das klappt mit der Zuladung. Und nicht vergessen, Samstag, 24 Uhr, sind Sie in Madrid. Komm, Paul. Geh bald schlafen. Lass uns morgen früh noch mal darüber reden. Hm? Mama, schlaf gut. Gute Nacht. Liebe Mama, mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Dein Paul. Ich erzähl Mist oder was? Kannst du besser auf den Jungen aufpassen? Pass mal auf. Hallo? Hallo, Barbara? Scheiße.
Los, raus! Du? Was machst du denn hier? Ich muss pinkeln. Na, jetzt rück mal raus mit der Sprache. Bin gar nicht abgehauen. Ach nee, sondern? Ich wollte dich besuchen. Ich hab gedacht, du freust dich. Und wie? Was denn sonst? Ich fahre ja nur nach Spanien und da tauchst du plötzlich auf, nur mal kurz Hallo sagen, ja? Warum bist du nicht in der Schule? Karl zieht bei uns ein. Nein, Paul, das glaube ich nicht. Doch nicht der. Doch, wirklich. Sie haben sogar schon das Aquarium verkauft. Wegen Karls blöder Katze. Das, was ich dir geschenkt habe? Na, denen werde ich was erzählen. Scheißteil. Auf nichts kann man sich verlassen. Und jetzt? Wie hast du dir gedacht, dass es weitergeht? Einfach mal ein bisschen rumfahren, ja? Am besten noch bis nach Spanien. Oder wie hätten Sie es gern? Vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Und wir kommen doch am Meer vorbei. Sonst noch was? Da ist das Meer und da ist Madrid. Schau mal! Es sind nur 2 mm bis zum Meer. Und da hinten sind 157 Waschmaschinen und da ist die Uhr. Und auf dem Rückweg? Ich rufe jetzt erstmal deine Mutter an. Habe ich hier den Jungen am Hals. Was soll der Mist? Wieso hast du heute Morgen wieder so rumgesucht? Was heißt, er war ja noch nicht da? Du bringst den Jungen sofort zurück. Hast du mich verstanden? Sei wenigstens einmal in deinem Leben nicht so egoistisch und unbedingt. Er muss ins Krankenhaus. Hast du mich verstanden? Michael? Michael? Hey, Paul! Wo rennst du hin? Bleib hier! Hey! Bleib doch stehen! Spinnst du? Sag mal, spinnst du? Hey, musst du keine Angst haben. Paul, hast du dir wehgetan? Komm, steh auf. Jetzt sag mal, was ist denn los bei euch zu Hause? Hey, sag mal wirklich. Ehrlich jetzt, deine Mutter ist völlig durch den... Ist nur eine Kontrolle. Sonst nix. Was denn für eine Kontrolle? Ich denke, du bist gesund. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nee, nur Routine. Einmal im halben Jahr. Die Blutabnahme. Wie immer. Die Mama macht da immer den totalen Stress. Du kennst sie doch. Aber sowas ist wichtig, da musst du hin. Ein paar Tage mehr oder weniger sind doch völlig egal. Dr. Jan nimmt das total locker. Paul, das ist ein Termin. Das ist nicht irgendwie sowas wie Haare schneiden oder was weiß ich. Da muss man pünktlich sein. Kann ich nicht einmal bei dir sein? Er nimmt mich nie mit. Also, deine nächsten großen Ferien machen wir eine ganze Tour zusammen. Abgemacht?
will jetzt mitfahren. Ich will mit dir ans Meer. Du willst mich ja bloß los sein. Mensch, das geht nicht. Ich muss nach Madrid. Aber ich gebe dir mein Ehrenwort. Das hast du schon so oft getan. Ich ruf deine Mutter an, die holt dich ab. Die haben hier ein Zugrestaurant. Du musst in Straßburg umsteigen. Straßburg, Gleis 13, merkt ihr das, ja? Hier. Und hör mal, Alter! Halt die Ohren steif, ja? Nächste Ferien, ab ans Meer. Los, komm, der Zug fährt gleich ab. Attention, voie numéro 1, le train va partir. La fermeture des portes. Non, non, marche vorne, ich stehe im Halteverbot. Wenn du mich abschleppen willst, feuer. Je répète, attention, voie numéro 1, le train va partir. La fermeture des portes est automatique. Beeil dich, Paul, beeil dich! Los, komm, keine Angst! Komm, ich fang dich, spring schon! Paul, spring, hab keine Angst, ich fang dich! Spring! Spring schon! Thank you.
Was Sie mit Ihrem Handy machen, interessiert mich nicht, Herr Schmitz. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Ladung, verstanden? Gute Fahrt, Uwe. Zu spät, Schmitz. Die Zuladung ist weg. Sehen Sie lieber zu, dass Sie pünktlich in Madrid sind, sonst können Sie Ihren LKW von der Bank stehen lassen. Bei der Konventionalstrafe. Schieb dir die Zuladung sonst wo hin, du Blödmann. Sei einfach ruhig, okay? Drinking like a schmeckt's? Besser als zu Hause. Spezialität des Hauses. Miracoli à la Michelle. 500 PS. 628. Die gibt's ja gar nicht. Zeig her. 360. Ich meine auch das neue Modell. Du hast schon wieder verloren. Willst du eine Revanche? Nee, lass mal, morgen. Mach bitte den Kanister voll, da drüben ist Wasser. Okay. Bonsoir. Hast du ein bisschen Zeit? S'il vous plaît. Super. 300 francs. Tout ce que tu veux. Pack das zusammen und ab ins Bett. Komm. Gute Nacht. Gute Nacht.
werden alles tun, um den Jungen zu finden. Ich brauche noch Pauls Geburtsdatum. 12. April 1986. Papa? Was ist denn los? Du solltest doch längst schlafen. Hast du manchmal Angst? Wieso? Kommst du darauf? Ach, nur so. Ich weiß nicht. So halt. Meinst du mit dem LKW? Nee. Irgendwie so. Weißt du? Ist was passiert? Ein Überfall oder was? Nee, ich meine, naja, kann doch sein, oder? Da ist noch nie was passiert. Außerdem brauchst du keinen Schiss zu haben. Ich bin doch da. Habe ich auch nicht. Sag mal. Was ist denn noch? Hast du Ärger mit dem Kellersmann wegen mir? Schon in Ordnung. Das ist ein Idiot. Dr. Jander, wir haben heute auf Paul gewartet. Wo ist denn der Junge? Leider sind die übrigen Ergebnisse ziemlich eindeutig. Wir befürchten, es ist wieder Leukämie. Also bitte, Paul muss dringend in die Klinik, so schnell wie... Hör zu, ich hab's mir anders überlegt. Ich bring Paul am Montag zurück. Dem Jungen geht's gut. Tschüss. Charlies Werkstatt. Ach, Karl. Und? Hey, was Neues von Paul? Paul ist irgendwo in Frankreich. Ich bin geflogen. Hast du auch was geträumt? Nee, nachts verschlafe ich. Soll ich ihn dir erzählen? Was? Na, mein Traum. Meine Welt? Steck mal dahinter. Also am Anfang war voll das Gewitter. Und das Flugzeug hat wahnsinnig gewackelt. Und dann sind wir immer höher geflogen, total hoch. Und auf einmal kam die Sonne. Und es wurde super heiß. Und irgendwie bin ich dann ins Cockpit vorgelaufen. Und da war gar keiner. Niemand, gar niemand. Und weiter? Dann bin ich aufgewacht. Hallo, Charlie. Mensch, Barbara, was ist denn los? Du musst mir helfen. Paul ist immer noch bei Michael. Ich halte das nicht mehr aus, verstehst du? Während Paul da rumfährt, wachsen laufend neue Krebszellen in ihm. Paul ist bestimmt noch okay, sonst hätte Michael schon längst was bemerkt. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Jetzt habt ihr die Straße gesperrt. Warum fahren wir nicht auf die Autobahn? Das geht doch viel schneller. Weißt du, wie teuer das in Frankreich ist? Für das Geld könnte ich mir eine eigene bauen. Kannst du Karten lesen? Klar kann ich.
Pass auf, wir sind jetzt hier. Und da müssen wir hin. Da. Okay. Okay, wenn du jetzt rechts abbiegst, dann links rüber und dann da lang. Guck mal, die Strecke sieht am kürzesten aus. Bist du sicher? Was ist das für eine Straße? Eine gelbe. Die sieht dick genug aus für uns. Da vorne geht's doch links ab. Aber rechts ist echt kürzer. Wirklich. Irgendwas an der Einspritzpumpe sein. Oder irgendeine Dichtung. Brauchst du irgendwas, Papa? Vielleicht ein 13er oder ein Schraubenzieher? Gott, wenn ich was brauche, dann sag ich's schon. Guck mal, da tropft Öl. Das sehe ich auch. Mach halt irgendwas. Lass mich um Gottes Willen in Ruhe. Dann eben nicht. Das mit dem Schlagzeug machst du sowieso nicht. Du mach mal ein bisschen schneller. Wie kann ich nur so blöd sein und den mitnehmen? Spielst wohl in der Mädchenmannschaft, hä? Du bleibst hier und wartest. Ich hab gesagt, du sollst hier warten. C'est la dernière fois. Ah.
Monsieur? Hallo? Hallo? Hallo, Monsieur? Ah. Bonjour, Monsieur. C'est une pompe de MAN. Mann? Oui, Mann. Réparer possible? Hm. Ouais, c'est mort. Mort. Et nouveau? Nouveau? Oui. Je veux bien voir. Hein. Là, j'ai rien. Peut-être là. Non, là, j'ai rien non plus. Peut-être là-bas. Non, mais j'ai ça, là. C'est la même? Yeah, exact. Yeah. C'est bon? Yeah. Voilà, c'est moi. Non, non, pas de carte. De l'argent. 3000 francs. Pas d'argent, yeah, pas yeah, de pompe. Yeah, 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 yeah. 3000 francs. Yeah. Non, non, c'est pas assez. 3000 francs. Das ist auch Geld. Non, ce n'est pas assez. 3000 francs. C'est pas assez. Wenn ihr einen Scheißdorf habt, dann noch nicht mal eine Bank. Pass auf, hier. Hier. Du. De l'argent. Hey. Deux mille. Non, de l'argent. 3000 francs. Merci. De l'argent. Merci. Paul. Hey, brennst du hin? Paul, sag mal, was ist denn los mit dir? Na, spinnst du? Hier die 13er Nuss. Danke. Jetzt komm her. Da unten gegenhalten jetzt. So. Drück dagegen, komm! Mach feste, komm! Ja, komm! Ja. Okay. Oh, ich zeig dir was. Tracker groß. Hast du bald drauf. Deine Mutter wollte früher immer, dass ich mich hinsetze beim Pinkeln. Zu Schalke. Dass sie das gegen Mailand schaffen, hätte ich nicht gedacht. Hast du gesehen? Mailand war viel besser. Die hatten mehr Chancen. Ja, Alter, so ist Fußball. Wieso bist du nicht zum Spiel gekommen? Zu welchem Spiel? Auf Schalke? Nein, zu meinem. Letzte Saison um die Meisterschaft. Du hast versprochen. Ach so, ja, stimmt. Genau, was war denn da? Da war der Auftrag nach Dänemark. Da war doch dein LKW kaputt. Du hast gesagt, du kommst auf jeden Fall. Ach, ihr habt doch bestimmt gewonnen, bei so einem Stürmer. Letzte Saison war ich kein Stürmer, sondern Torwart. Da hast du mir doch die Handschuhe geschenkt. Weißt du nicht mehr? Manchmal frage ich mich, ob es das überhaupt bringt. 20.000 für Steuern und Versicherungen im Jahr. Und dann noch der Scheißkredit. Du drehst jeden Pfennig um und dann fängst du irgendwann auch an, samstags zu fahren. Aber bei mir ist das ja okay. Meine Zeit kostet ja nichts.
ist denn los? Ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen schick. Ich wollte doch ausgehen. Hast du Hunger? Ja, schon. Naja, also los. Lass knacken. Wir setzen uns. Da. Was war? Was war? Hier, das ist gut. Warte mal. Ach, du hast ja die Getränkekarte. Hier, guck mal hier rein. Da. Das mit den Da. Ja, ja. Woher kannst du Französisch? So, dein Sohn? Du hast mir nicht von ihm erzählt? Nein, ich hab gedacht. Also gut, das ist mein Sohn, Paul. Paul, sag mal guten Tag. Salut, Paul. Ich bin Charlotte. Salut. Julie? Julie? Das ist meine Nichte Julie aus der Schweiz. Sie besucht mich und hilft mir ein bisschen. Oder? Naja, was soll ich sonst hier machen? Oui, oui, c'est pas schnell für Sie, ja? Julie, das ist Paul. Ja, kannst du hier aufpassen? Entschuldige. Lass nur, das ist nicht so schlimm. Geht wieder raus. Hast du nicht Lust, mit Paul ein Spiel zu machen? Oh ja. Na los, Darm lässt man nicht warten. Und du? Un petit Ricard? Ja, unbedingt. Okay? Okay. Kannst du das? Mein Vater verkauft die Dinger. Los, weiter. Bonsoir. 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 Was machst du denn hier? Ich konnte nicht schlafen. Ah, was hast du denn? Gar nichts. Hey, komm mit. Okay. Psst, psst.
so. Warte, ich hab's gleich. Aua! Warte, warte gleich! Aua! Aua, hör auf! Ich hab ihn! Ist er nicht? Und genau wie du. Es ist schön mit dir. Ich habe ein Aquarium. Ich mag keine Fische. Die kann man nicht anfassen. Willst du Schokolade? Oh ja. Das mit Paul, das ist nicht so einfach. Ich will dir ja nur erklären. Was willst du da erklären? Du hast einen Sohn und der braucht dich. Völlig normal. Und wie lange bleibt ihr hier? Morgen früh müssen wir fahren. Wichtige Terminfracht, weißt du? Und auf dem Rückweg, da fahren wir ans Meer. Schade. Sonst könnten wir schwimmen gehen. Allein ist es ganz schön langweilig hier. Pass auf, ich zeig dir was. Den Trackergruß. So, so, so und... Gleich nochmal. Wenn das mit der neuen Firma klappt, dann komme ich vielleicht öfter hier vorbei. Ich bin krank. Ich muss sterben. Mein Vater. Durchs Fenster. Warte. Für dich. Du wirst sicher nicht sterben. Hey, Paul. Aufstehen. Die Straße ruft. Oh. Gib mir mal das Handtuch. Liebst du sie? Wer meinst du noch? Na, die Charlotte. Ist doch nett, oder? Wie lange kennst du sie denn? Siehst du sie oft? Sag mal, was willst du noch alles wissen? Du warst gestern Nacht bei ihr. Na, so läuft der Hase. Na und? Du hast bitte gebumst. Ich hab was? Du hast, ich weiß es. Und wenn schon. Was geht dich das an? Was ist mit der Mama?
klar? Hast du ihr deine Adresse gegeben? Vielleicht schreibt sie dir ja mal, oder du ihr? Als du noch zu Hause warst, hattest du da auch eine Freundin? Früher? Nee, damals nicht. Da war ich doch mit deiner Mutter zusammen. Wieso ist dann die Mama nie mitgefahren? Ist sie ja. Am Anfang schon, ein paar Mal. Mit dem alten Volvo. Und das war ihre Lieblingsmusik. Und hier meine Brille. Stop at your station. Trapped today, trapped tomorrow, trapped in love. Und später? Warum ist sie dann nicht mitgefahren? Das ging ja kaum. Sie hat doch auch noch gearbeitet. Und dann kamst du. Sie wollte, dass ich mal mehr Zeit für die Familie habe. Auch mal richtig Urlaub machen. Irgendwann war Schluss. Das ging nicht mehr, okay? Jetzt geht's ab nach Madrid. Hey, Paul.
Paul, sag mal, wie geht's denn eigentlich deinem Freund? Dem, na wie heißt er nochmal, dem Dennis? Ist der eigentlich, ich meine, wie geht's denn ihm so? Seht ihr euch noch? Ihr seid doch Freunde, oder? Was ist denn los? Wieso willst du das wissen? Einfach so, aus Interesse. Er war doch damals mit dir in der Klinik. Na und? Du kennst ihn doch kaum. Du warst eh nie da. Du hast mich sowieso nie besucht. Am Anfang schon. Aber dann... Was ist denn jetzt mit Dennis? Wieso auf einmal der Dennis? Der ist dir doch auch egal. Genauso wie ich. Es war dir doch immer egal, was ich mache. Auch als ich im Krankenhaus war, hast du mich allein gelassen. Ich habe immer auf dich gewartet. Immer! Du kannst alleine weiterfahren. Ich will nicht mehr bei dir sein. Und ans Meer will ich auch nicht. Das ist im Krankenhaus. Das war eine Scheißzeit. Und ich hab dich damals hängen lassen. Ich bin das Arschloch, okay? Ich konnte einfach nicht mehr hingehen. Ich konnte nicht mehr zusehen, wie du ständig gekotzt hast, wie dir die Haare ausgefallen sind. Ich hätte am liebsten jeden Tag einfach losgeholt. Verstehst du? Hör zu, Paul. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich war zu feige. Jetzt fühle ich mich beschissen, jedes Mal, wenn ich dich sehe. Verdammt beschissen. Dennis ist tot. Er hatte einen Rückfall letztes Jahr. Paul. Paul. Bitte sag mir den Namen von deinem Arzt. Ich muss ihn anrufen. Ein Rückfall? Sind Sie ganz sicher? Nein, kein Fieber. Nur Nasenbluten. In Frankreich. Sofort, natürlich. Ich sag Bescheid, wenn wir da sind. Gut. Danke. Ich fahre dich ins nächste Krankenhaus. Und dein Auftrag? Egal. Vergiss es. Ich will aber nicht ins Krankenhaus, Papa. Ich bleib ja bei dir. Und wenn du wieder draußen bist, fahren wir beide ans Meer. Nur wir beide. Warum können wir nicht jetzt ans Meer fahren? Wir sind doch ganz nah dran. Und dann ins Krankenhaus. Nur ganz kurz, bitte. Das machen wir ja auch. Wenn du wieder draußen bist. Und dann nehmen wir uns ganz viel Zeit, hä? Dann ist es zu spät. Ach, Unsinn. Dennis ist doch auch gestorben, oder? Du bist aber nicht der Dennis. Du wirst wieder gesund. Geschrieben. Da steht drauf, wer was bekommt, wenn ich tot bin. Du bekommst das Aquarium. Gib her, was soll denn der Quatsch? Sowas brauchst du nicht. Du wirst ja nicht. Das Aquarium? Ich kriege das längst verkauft. Und was ist mit Karl? Du hättest mich das sonst gleich wieder weggeschickt. Trust me, I won't hurt you.
total warm hier und es gibt riesige Wellen. Das nächste Mal nehme ich dich mit. Halt den Ball hoch. Michael. Waschmaschinen am Meer. Was ist los? Komm her, Kleiner. Komm her. Leg den Arm da hoch. So. Keine Angst. Wird schon wieder, ja? Wir müssen uns für deine Mutter eine verdammt gute Ausrede ausdenken. Hm? Papa? Ja? Hast du eigentlich Mama noch lieb? Ich weiß nicht. Ist schon so lange her. Damals, als du weggegangen bist, war das meinetwegen? Wie kommst du denn darauf? Na, als ich noch krank war, hab da alles so oft gezankt. Und auf einmal bist du nicht mehr gekommen. Du warst einfach weg. Das war doch nicht deine Schuld. Überhaupt nicht. Es war nur alles zu viel damals. Das hatte gar nichts mit dir zu tun. Und bist du mir also nicht mehr böse? Ich war dir noch nie böse, Paul. Sag mal. Warum kommst du nicht mit uns nach Hause? Dafür ist es zu spät, Paul. Guck mal, du hast deine Mama. Und du hast mich. Das ist zwar was anderes, aber irgendwie auch eine Familie. Verstehst du? Ist nicht mehr weit. Du musst was trinken, komm. Das tut dir gut. Ja, komm, trink was. Das sind die scheiß Tabletten. Hey, das wird schon. Wir sind bald da, hä? Das wird gut, ja?
Geht schon, ne? Kommen Sie bitte. Wir müssen die Nacht abwarten. Wir können nun hoffen. Sein System immunitär ist sehr schlecht. Er wird es schaffen. Paul ist stark. Du musst sofort das nächste Flugzeug nehmen, Barbara. Ich weiß. Bitte lass uns jetzt nicht streiten, ja? Gut, bis dann. Keine Sorgen, Mama. Mir geht schon viel besser. Ich habe schon fast kein Fieber mehr. Tja, du wirst bald wieder gesund. Sagt Dr. Janda auch. Ich war noch gar nicht lange mehr. Nur ganz kurz. Und Papa hat mit mir Fußball gespielt. Sag mal, spinnst du? Warum hast du das gemacht? Das war meine Idee. Papa kann nichts dafür. Ehrlich. Ich hatte es Paul versprochen. Gut, mit dem Fußball war vielleicht nicht so ein toller Einfall. Bonjour. 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 Wir sind bereit. Moment bitte. Gib mir mal die Kamera. Ja. Bitte ein Foto von uns allen. Okay. Merci beaucoup. Vorsicht. Gut, Mama ist jetzt bei dir, ja?
came.